So, servus Leute und willkommen zurück zum Let's Play Modern Warfare 2. Hier spricht wieder für euch frisch und vom PC euer Rusty. Ich habe das ACS reingebracht, Alan. Zwei Mann haben meine gesamte Basis erledigt. Von ihnen erwarte ich noch mehr. Gestern waren sie Soldat an der Front, aber heute sind Fronten Geschichte. Uniformen sind Reliquien. Überall tobt der Krieg und es wird Opfer geben. Dieser Makarov kämpft seinen eigenen Krieg und er kennt keine Regeln, keine Grenzen. Er schreckt vor nichts zurück. Wirklich vor gar nichts. Er ist keiner Flagge gegenüber loyal, keinem Land, keinem Ideal. Er tauscht Blut gegen Geld. Ihr neuer bester Freund. Der Preis dafür war hoch, dass sie neben ihm stehen. Aber agieren sie trotzdem besonnen. Sie müssen in einem Undercover-Einsatz an Makarovs Seite kämpfen. Ja, hier ist wieder für euch euer Rusty. Ich wurde ja gerade mal ganz kurz vom lieben Price unterbrochen. Und wie ihr vielleicht schon mitgekriegt habt, habe ich ja jetzt meinen neuen PC. Also das Let's Play geht jetzt weiter. Und ich habe auch vor, weitere Let's Plays zu machen. Also ihr könnt euch so auf Sachen freuen wie Call of Duty, Modern Warfare 1 und natürlich auch Limbo. Ja, also wir sind jetzt hier in Moskau mit dem sehr geliebten Makarov und seinen Handlangern hier. Also wir sind hier mit dem Viktor, mit Lev, Makarov und Kirill. Boah, lol, Alter. Nichts zu tun. Oh, die armen Leute. Ja, also wir haben dabei eine M240 und eine M4A1 mit Granatenwerfer, also mit Nuketube. Oh ja, aus der Hüfte. Ohne dass irgendwie der Moon ausgeht. Geil. Die Treppe hoch, los! Ja, das war ja auch die Mission, die man eigentlich überspringen hätte können. Das wurde ja auch als die Aufregermission schlechthin bezeichnet. Und in der deutschen Fassung darf man ja auch keine Zivilisten anschießen und also töten. Nur halt die Polizisten, die hier rumrennen. Und ja. Ja, habt das dann mal mit eurem Abknaller her. Und warum bin ich eigentlich so langsam wie Juggernaut? So schwer ist die Waffe doch nie, oder? Ja, gut. Okay. Den wollte ich gerade killen. Also wie es aussieht, sind wir hier auf dem Flughafen. Sieht ein bisschen aus wie Terminal. Finde ich also vom Multiplayer her. Machen sie erstmal den ganzen Laden kaputt, das ist klar. Maul hinten hier. Boah, Mann ey. Ich will mir doch bloß hier schnell mal einen Burger holen. Dann machen wir weiter. Schauen wir schnell Burger. Was gibt's so? Ich nehme einen Classic Burger. Lala. Erstmal reingerannt. Nam nam nam. Lecker. Gut, also weiter geht's. Mit der Mission hier. Und wie ihr vielleicht auch schon gehört habt, habe ich ein neues Headset, nämlich das wunderschöne Creative Fertility. Gehen wir. Mit wunderschön einsteckbarem Mikro. Also vielleicht wäre ich da in meinem privaten Kanal nochmal eine Vorstellung davon machen. Hätte ich jetzt auch gerade übers Bock drauf. Alter, was haben die denn gemacht hier unten? Machen die hier Blutabgabe oder was? Bloß die Dinger vergessen, wo man es reinfällt, war. Fliegen können wir auch nicht mehr. Alles gestrichen. Oh, ich kann rennen. Victor, was geht? Waffen und Munition über
So, jetzt geht's los. Die ganzen, das haben schon ganz schön Polizeiaufgebot gemacht. Hier lang, los. Makarov, was geht, Junge? Und ich muss mal ganz kurz gehen. Ja, ist klar. So, jetzt suchen wir die mal um, die Einsatzschildbox hier. Oh, Multikill. Mr. Schutzweste, das geht. Ich sehe aber nicht. Noob 2. Boah, Noob 2 vor der Wind. Spawn Trapping von Feinsten. Bin auch gestorben hier, wa? So, jetzt haben wir erstmal die ganzen Typen gekillt hier. Ich weiß immer noch nicht so richtig, für was eigentlich. Korridor gesichert. Na, sieht sicher aus. Krankenwagen geht jetzt wieder weg, oder was? Na, Anatoli, was geht? Lass mich mit rein. Ach, du bist ein so ein Wichser, weißt du das? Hm, ist klar, mein Freund. Der Amerikaner dachte, er könnte uns täuschen. Wenn sie die Leiche finden, wird Russland Krieg verlangen. Hm, hey. Na, Polizei hilft mir ja wenigstens aus.